Grüß euch und herzlich willkommen, da ist wieder mal ein Austria-Forst, heute mit der Vorstellung von Lintrak 90. Ich habe ja vor kurzem einen Lintrak 90 zur Verfügung gestellt gekriegt für die Testphase für 150 Stunden, um einfach mal zu schauen, wo liegen die Stärken und Schwächen, vor allem im Bereich Forst, um einfach zu sehen, was kann man ändern oder was kann man beibelassen. Ich werde in dem Video jetzt sicher nicht ganz ins Detail gehen, was die Techniksachen beanlagt, auch nicht die Stärken oder irgendwas, sondern einfach mal um zu sagen, was hat die Maschine, welche Ausstattungen hat sie, was ist mir bisher aufgefallen. Aufgebaut ist ein XB Bionic 90 von Hauer inklusive Forstzange. Wobei ich gleich sagen muss, dass der Frontlader extrem stark ist. Und dahingehend haben wir ein kleines Gewichtsproblem gehabt, und zwar hinten. Hinten habe ich nicht meine Winden drauf, also nicht mehr HS410 von Holzknecht, sondern eine HS77. Ich weiß, ich habe im Video 577 gesagt, beim letzten, aber ich muss das ausgleichen oder austauschen. Es handelt sich um eine HS77, ich habe das S leider als ein 5er gelesen, aber das kann passieren. Diese Seilwinde hat eine Zugkraft von ungefähr 8 Tonnen und ein 11 mm Seil hochverdichtet, wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Zieht aber als wie eine Sau, das muss ich auch dazu sagen. Also das hätte man nicht erwartet von so einer kleinen Winde. So, ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal die Maschine an und was sie alles hat. Wir haben auch hinten auf die Kotflügel, so wie es mittlerweile schon bei allen Standard ist, elektronisch gesteuert die Zapfenein- und Abschaltung. Und die Heckhydraulik auf- und niederlassen ist sehr kommod, wenn man jetzt den Zapfhelm mal vergisst einschalten, dann kann man sie von außen noch aktivieren. Normale Stromstecker für die Windenversorgung, was war noch, Hydraulikleitungen, also die ganzen Anschlüsse, die von innen steuerbar sind. Dann die Zapfheleinrichtung in Schlitten für die Anhängerkupplung. Und wenn wir mal auf die andere Seite gehen, dann sehen wir hier, Druckluftbremsanlage sehr wichtig, auch wenn man schwere Hänger zieht. Und es ist natürlich, ja, alles schön kompakt zusammengeführt auf engstem Raum. Es gibt natürlich auf der rechten Seite auch diese elektronischen Ein- und Ausschaltmaßnahmen. Von der Bauweise her Forstrahme, Forstplatte unten. Es ist der Frontlader mit einem Doppelblocksystem angebaut. Sehr stabil, muss ich sagen, und wir haben auch schon einiges damit gerissen. Also der Hauer Frontlader ist extrem stark. Mir ist auch schon die Frage gestellt worden, wie es mit den Schläuchenschlüssen und mit der Verriegelung ausschaut. Die Schläuchenschlüsse kann ich jetzt gleich sagen, ich habe am Anfang Schwierigkeiten gehabt, weil unsere genau seitenverkehrt funktionieren mit den An- und Abstecken. Also dieses Verriegelungssystem, da bei Hauer muss man ziehen, bei unseren muss man schieben. Naja, es ist Gewohnheitssache, aber man kommt eigentlich relativ gut klar damit. Dieses XB Bionic System ist natürlich sehr stark und für sehr hohe Kräfte ausgelegt. Natürlich ist ein Fronthubwerk angebaut. Einziges, was leider nicht dabei ist, ist eine Frontzapfhelle. Macht aber in unserem Fall jetzt keinen großen Unterschied, weil wir es ja nicht benötigen. Jetzt sieht man auch ganz schön den Unterverbau, also den Forstverbau, um einfach das ganze Getriebe und alles zu schützen. Ich bin auch schon auf Wurzeln aufgefahren, aber da kommen wir später dazu. Aber zunächst einmal lasst uns einfach mal in die Maschine reinschauen. Zwei Stufen, auch der Tank ist schön mit einem Forstaufbau umschlossen, weil wir bei uns auch schon mal gehabt haben, dass da das Trittbrett in den Tank reingedruckt worden ist. Wenn man jetzt von innen reinschaut, ja, es ist schon dreckig, die Maschine, auch wenn ich sie erst ein paar Stunden fahre, aber das gehört nun mal dazu. Wir haben auch die Bedienkonsolen einmal rechts und einmal mit dem Joystick die ganzen Bedienkonsolen, um einfach die ganzen Einstellungen fast immer von der Armlehne aus machen zu können. Hat natürlich den Vorteil, dass man da einfach immer den Blick nach vorne lassen kann, wenn man das einmal gewohnt ist. Vorne sieht man den Display, da überwacht man eigentlich alles. Also die ganzen Einstellungen, die ganzen Fehler, was auftreten können, alles wird da vorne angezeigt. Wenn wir mal kurz ins Menü reinschauen, das Ganze wird nämlich auch von einem Taster auf der Armlehne gesteuert. Dann hat man eine ganz schöne Übersicht über Hauptseite, alles was man irgendwie verstellen kann, von der Hydraulik angefangen, Service. Service ist ein ganz wichtiger Punkt am Anfang, wenn es Fehlercodes aufleuchten, kann man da immer nachschauen, was gerade der Fehler ist. Vor allem ist auch gut, dass da eine kleine Mini-Beschreibung dabei ist oder ein Satz, was der Fehler eigentlich heißt. Und so kann man nachher kleine Fehlerquellen selbst ausschließen.
Da sind wir jetzt im Hydrauliksystem drin. Man kann jede Hydraulikleitung separat ansteuern. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Frontlader schneller heben oder senken will oder dass sich der Rotator schneller dreht oder irgendwas, kann man das prozentual einstellen. Das heißt, wenn man eine langsamere Geschwindigkeit gewohnt ist, kann man sie hier reduzieren. In den Atemzug kommen wir gleich zum L-Drive-System. Jetzt haben wir gerade Profi eingeschalten. Man kann unter vier verschiedene Fahrmodi wählen. Pro, Profi, dann haben wir noch Eco und Drive. Und das ist ganz interessant, weil man hat nicht nur die Möglichkeit, da zwischen die verschiedenen Fahrmodi zu wählen, sondern man kann die Fahrmodi auch verändern. Das heißt, wenn ich jetzt für einen gewissen Arbeitseinsatz bei Pro meine Standgeschwindigkeit, die Geschwindigkeit für einen kleinen Gang zum Beispiel verändern will, dass er nie schneller wie 10 km/h geht, kann ich das da einstellen. Oder auch die Standtourenzahl, wenn ich jetzt sage, ich muss mit normaler Geschwindigkeit eine höhere Standtourenzahl, das kann auch ein Vorteil sein beim Mähwerk, kann ich das hier verändern. Das Ganze hat natürlich viele Vorteile, aber man muss sich einfach damit beschäftigen. Wenn wir jetzt hernehmen, da haben wir jetzt die seitliche Bedienkonsolen, das heißt die Heckhydraulik, die man auf- und niederstellen kann. Man kann sie begrenzen, man kann die Geschwindigkeit einstellen, man kann sogar einstellen, ob sich schneller oder langsamer hebt oder senkt. Man kann sie verriegeln und am oberen Ende befindet sich dann die eigentliche Besonderheit von dem Traktor und das ist die Kurvenlenkung. Das heißt, man kann die Hinterräder separat lenken. In Kurvenlenkung, in Hundegang, in separater Lenkung, das heißt, wenn ich die Vorderräder gerade lassen muss und mich wie ein Gabelstapler dran will, kann ich das alles hier regeln. Auf dem Display ist schön erkenntlich, was sind die Vorder- oder Hinterräder und man kann sich echt gut manövrieren damit, weil ich habe das selbst ausprobiert in sehr engen Stellen, wo ich mit meinen nicht hinkomme. Das Ganze werdet ihr nachher noch in den Videos sehen, die noch kommen werden. Zum Frontlader selber noch, also die Hydraulikleistung von Traktor ist brutal gut, also der 90er ist kein Problem für den Traktor, aber der 90er eigentlich zu groß für den Traktor ist. Ich würde eher einen 70er XP Bionic empfehlen. Der Rotator ist auf mich eingestellt. Das einzige Manko, was ich auf der ganzen Forstzonen habe, ist eigentlich, dass da kein Pendelbremsen drin ist. Das heißt, wenn der einmal in Schwung ist, der pendelt so lang, bis der wieder Ruhe gibt. Eine extrem gute Sache im Vergleich zum Binnerberger Forstzungen ist zum Beispiel vorne dieser Kraschnabel, mit dem man die Forstzange fixieren kann. Das heißt, man geht in Rücklage, schließt die Forstzunge und dann lässt sich den immer bewegen. Vor allem ganz kommod für Überfahrten, weil es sich extrem schnell und werkzeuglos machen lässt. So, dann gehen wir mal kurz zum Bedienerfeld. Da haben wir nachher den Menüknopf, der wird gedruckt, kann man drehen. Das zurück. Hier kann man über das EHR-System seine Heckhydraulik auf- und niederlassen. Frontlader-Joystick, sehr ergonomisch, schön zum Angreifen. Also das Gummimaterial, was da drauf ist, auch bei schwitzigen Händen, kein Problem da mit Abrutschen oder sonst irgendwas. Die Knöpfe sehr hochwertig. Also mir gefällt die Maschine ja im Gesamtfeld sowieso sehr gut. Und ich muss sagen, dieses L-Drive, das, was man da über das große Rad steuert, lässt sich eigentlich ganz leicht lernen. Hier haben wir nachher das EHR, das muss man betätigen, damit die Zapfhölle, wenn man den Traktor mit Funk und Seilwind startet und abstellt, wieder alles normal läuft. Auf der anderen Seite hätten wir nachher noch die Schneekettenmontage, dass sich die Räder nicht so weit eindrahen lassen, aber das sind alles Spielereien, das muss man alles lernen. Klimaanlage ist natürlich auch klar. Und Radio, Scheinwerfer ist alles mit inbegriffen in der Serie. Ganz gut gefallen hat mir dieses Fach für die Wasserflaschen gekühlt. Nur leider lässt sich da eine komplett volle mit Gas gefüllte Flasche nicht reintun, weil sie ein bisschen eingerückt sein muss. Kann man aber leider nicht mehr ändern. Ist halt nochmal so. So, dann kommen wir mal zu den kleinen Ablageflächen. Da haben wir ganz eine kleine, super für den Funk, wenn man überfährt. Zur Zapfengeschwindigkeit lässt sich noch ansagen, super zum Umstellen, ein bisschen hageln tut es, aber das ist bei allen Traktoren so. Vier verschiedene Zapfengeschwindigkeit, logisch erklärt, also grün ist für die Grünen, schwarz ist für die Schwarzen. Zu den Pedalen kann man eigentlich nicht viel sagen, hier hätten wir noch die Bergfeststellhebel,
ganz normale Pedaleinstellungen, das heißt, man hat nachher Kupplung, eine Bremse. Die Kupplung ist aber eigentlich nur noch zum Starten zu gebrauchen, also für alles andere würde ich sie gar nicht mehr verwenden. Bremsen extrem stark, da hört man ein kleines Klicken gleich einen Zentimeter, bevor man einen größeren Druck braucht. Das heißt, wenn man langsame Geschwindigkeiten im Berg fährt, reicht diese Klickbewegung, das heißt, dieser eine Zentimeter, um den Traktor vollkommen in Stillstand zu bringen. Das heißt, egal ob man in Steilhang steht, steil bergauf oder steil bergab, man hat einfach die Möglichkeit dadurch extrem sicher im Hang zu stehen. Natürlich Lenkbremsen, das ist bei den Bergtraktoren normal. So, dann kommen wir mal zum Fahren. Auf dem Display sieht man jetzt das Endzeichen neutral. Man hat zwei Möglichkeiten, entweder mit dem Handhebel bei der Lenkung oder so wie ich gerne tue, ich deaktiviere für den Controller die Vor- und Rückwärtsschalter und so kann man eigentlich zwischen die Fahrtrichtungen hin und her wählen. Man muss nie Kupplung drücken, also das müsst ihr einfach angewöhnen und lernen. Und ich würde sagen, wir fahren einfach mal eine Runde und dann seht ihr, wie die ganze Maschine so funktioniert. Vom Fahrtechnik her ist es Gefühlssache, das heißt, durch seinen kurzen Radstand lenkt er ein bisschen aggressiver, hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist natürlich, man ist sehr wendig, man kommt überall hin. Nachteil, man muss sich darauf gewöhnen. Vor allem, weil man eigentlich nur sehr wenig Lenkeinschlag für volle Kurven braucht, weil er einfach sehr schön umdreht. Von Aufschalten her, von Hinterbremsen, wenn man seine Geschwindigkeit reduzieren will, reicht es, wenn man vom Gas zurückgeht. Er bremst sich selbst runter. Das heißt, man muss jetzt nicht anfangen, nur voll in die Bremsen zu steigen oder irgendwas, sondern es reicht für den Stillstand eigentlich auch, wenn man sich selbst hinterschaltet. Außer man hat natürlich einen Notfall, dann muss man auch bremsen. Jetzt sieht man schön, ich werde jetzt einmal probieren, da einen Steilhang ein bisschen aufstellen und jetzt 1 cm auf die Bremsen und er steht. Er rollt nichts zurück, gar nichts. Das gleiche Prinzip funktioniert dann, wenn man jetzt abwärts steht. Wenn ich jetzt wieder losfahren will, muss ich nur aufs Gas treten. Das heißt, er versucht nicht hinterzurollen, weil das Getriebe sich selbst haltet. Jetzt links hat man schön gesehen, wie ich zurückgeschalten habe. Der Einschlag ist brutal. Man muss natürlich mit dem Frontlader auch ein bisschen aufpassen, wo man umeinander fährt, weil man das ganz gerne einmal übersieht. Von rein technischen her ist es eigentlich alles leicht zu lernen. Man muss sich halt mit der Maschine auch befassen. Das heißt, so 20 bis 50 Stunden sogar braucht man fast, um mit der Maschine klar zu kommen. Also so einfach ist es auch nicht. Vor allem die ganzen Technik-Sachen, immer blinkt einmal irgendwo eine Lampe auf, man weiß nicht genau warum, wieso, weshalb, aber das gehört dazu. Ein Vorteil von diesem Kurvenradius ist auch, wenn man jetzt auf dem Feld mäht oder wendet oder schwadet, man hat den Hundegang zur Verfügung, man ist einfach viel mobiler, viel kompakter. Mit dem Traktor kommst du wahrscheinlich in jeden Stadel ein, den es gibt. Und das ist ja der Sinn und Zweck von so einem kleinen Gerät, wenn man ihn für Allround einsetzen will. Um euch einmal zu zeigen, was für einen Kurvenradius wir haben, ich werde jetzt einfach mal mit dem Traktor da auf dem Platz wenden, mit der Kurvenlenkung. Und man sieht sehr schön, wie er sich eindreht und wie schnell er sich eindreht. Wenn jetzt komplett eingeschlagen ist, dann haben wir hinten irgendwas bei den 17 Grad, wenn man nicht alles täuscht. Und man kann in einem Radius von 7 Metern eigentlich rundum herumfahren. Und das ist respektabel, weil das kann meiner nicht. Selbst, glaube ich, mit Lenkbremsen würde ich das nicht schaffen. Aber da ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten. Die Lenkschaltungen funktionieren extrem gut, man kann es sehr gut deaktivieren, die Hinterräder bringen sich wieder selbst in die Fixstellung und es ist natürlich dieses Selbsthochschalten, dass man nichts mehr hin und her schalten muss, extrem angenehm und auch, dass man nicht kuppeln muss. Vor allem, wer das kennt, bei alten Traktoren extrem steif zu kuppeln oder extrem steif zu bremsen, da reicht es, wenn man die Handbremsen anzieht, er schaltet sich selbst auf neutral, Berghandbremsen an. Da sieht man auch schön, wie die Fußbremsen sich einrostet und arretiert. Und dann ist er sicher. Das heißt, der fährt nicht mehr ab oder irgendwas. Oder es kann kein Gang ausspringen, dass er wegholt oder sonst irgendwas. Alle, die was auf dem Berg leben, wissen, von was ich rede. So, das war jetzt meine vorläufige Vorstellung von Lintrac 90. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen oder ein bisschen euch was Neues erzählt. Für alle, die es interessiert, ihr könnt euch gerne auf der Internetseite auch ein bisschen informieren. Es ist extrem interessant. Ja, ich würde sagen, lassen wir es für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Weiterhin Gott Holz, euer Austria Forst.